So, mal wieder einen wunderschönen sonnigen Nachmittag, meine lieben S-S-Y-N-I-C-A-K-S. Ihr kennt doch den Rest. Also, mal aufgepasst. Ich habe jetzt hier mal eine richtige Nerd-Folge, eine richtige Battle-Rap-Nerd-Folge zusammengeschnibbelt. Es geht um Army-Battle-Rap bzw. kanadischen Battle-Rap. Ich bin noch in Konversation mit hier Smack URL, der größten amerikanischen Liga. Ich hau das Video jetzt trotzdem raus, einfach nur mal, um so ein bisschen zu filtern, wie groß das Interesse, haben die Leute Bock, ist denen das zu schlimm? Ich meine, ich werde es sowieso machen, ne, weil ich einfach Army Battle Rap liebe. Ich warte aber, bis die größte Liga der Welt halt irgendwie ihre Zustimmung gibt. Fang jetzt an mit der zweitgrößten Liga der Welt, KOTD, King of the Dot. Ich hoffe, es gefällt euch. Ach ja, genießt die Scheiße. Auch wenn es schwer wird, genießt die Scheiße. Alles andere als den Mann direkt als ersten vorzustellen, wäre in meiner Meinung nach eine Schande so. Ich bastel ja noch so ein bisschen an der Zulassung hier von Smack, urheberrechtstechnisch so ein bisschen whitelisten lassen, bin ich noch mit denen in Kontakt. Und solange das noch nicht alles über den Tisch ist, benutze ich halt hier die KOTD Battles, wie am Anfang schon erwähnt. Hallo the Dawn, der Herr mit der roten Cappy, ist meiner Meinung nach der beste Battle Rapper aller Zeiten, weltweit. Die Meinung teilen sehr, sehr viele Leute. Aber da Battle Rap nicht so ist wie Fußball, es wird nichts an Toren gemessen, die wenigsten Battles sind noch judged, kann man natürlich alles anfechten und es ist immer Geschmacksfrage, aber ich möchte euch auf jeden Fall die erste Runde von seinem Battle gegen Pat Stay zeigen, weil er da schon einige seiner Seiten, seiner Facetten den Leuten zeigt. Introduce yourself! Coin toss, it's on Hollow. Yeah. Let's make some motherfucking history. King of the Dot, huh? Yeah. I said, talk that shit. Some wonder about the Western days. And why did some guy settle? Some wonder about the future. And why do some time travel? I'm just wondering, how the fuck you let me 3-0 you in a one-round battle? Ist eine Reffe, ist eine Anspielung auf, die haben einmal in England gebattelt. Da hat Pat Stay ein paar Leute aus dem Amiland rübergeholt nach England. Haben die gegeneinander gebattelt, aber nur haben anstatt drei Runden nur eine gemacht. Und in der Runde natürlich sagt er jetzt gerade, I 3-0'd you, ne? I 30'd you, sagt man in den USA halt so. Wie es 3-0 Mighty, wird man in den USA jetzt sagen, Mighty 30'd Cynic. Ne, der hat den gedreißigt, 3 genullt, quasi wegen 3-0 Runden natürlich offensichtlich. Und er meint so, wie kann ich gegen dich 3-0 gewinnen, wenn es nur ein Runden-Battle war? I'm just being real. I don't know what I'm doing here. This shit's weird. He's such a juice head. Last time when I said I'll shoot your ass, he didn't even get scared. But this ain't last time. I won't say my flow cold like a popsicle probably or a hospital lobby. No one is hotter than lava on a Guatemalan island. Damn it, I'm snapping. I'm madder than Madden after a tackle done happened and he miscalled it by an impractical fraction. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei ihm jetzt nicht so krass feiere. Guck mal, es gibt den perfekten Battle, aber gibt's nicht. Und das ist so das Einzige, was ich bei ihm halt so ein bisschen, denke ich mir so, man macht doch nicht. Aber es ist halt er. Und ich habe ja auch das Glück gehabt, ihn treffen zu dürfen, mit ihm quatschen zu dürfen in London. Und es ist halt sein Ding. Er feiert das einfach. Er feiert das einfach. Diese Nomenreime, viele Silben, Patterns, die sich reimen. Auch wenn das jetzt keine Punchline ist, es ist einfach nur ein Vergleich gewesen. Ne? Harder than lava on a Guatemala in Ireland und was jetzt alles da kommt. Ne? Madden in Practical Fraction. So, das sind keine Punchlines, das weiß der auch, aber er liebt das einfach damit zu spielen. Ich feiere das nicht so. Was auch noch ein bisschen negativ ist, ich habe mich dran gewöhnt, weil ich liebe den halt pro-homo, ist halt die Stimme, die sich immer mal wieder überschlägt. Seine Stimme ist halt zu schwach, um zu schreien. But enough about me, I'm being selfish.
I said that one round was eating you alive. It's understandable. I'm a cannibal. But this time I ain't tapping, Pat. I'm rolling up with shoulder bumps just to see what his manner do. Da sieht man jetzt auch schon den Unterschied. Wer jetzt übrigens denkt, will er nach jeder Zeile jetzt irgendwie Stopp drücken? Ja, will ich. Deswegen geh weg und der Rest kann zuhören. Also, in USA ist es, oder in Kanada beziehungsweise Army Battle Rap ist es halt so, nicht so wie bei uns, wenn das jetzt jemand machen würde, an dem vorbeilaufen, den extra anrempeln, wäre wahrscheinlich, wäre es kein Stress, weil wir sind nicht so aggressiv, aber ist halt so ein Verstoß, ne? Und da treten die diese Sachen, wer da später noch auch noch alles sehen, auf jeden Fall mit Füßen. So, und solange die Gegner damit cool sind, ist alles gut. So ist ein schmaler Grat immer, wie es auch gemacht ist, weil sehr charmant gelöst auf jeden Fall. I said fuck all that. Fuck all that. Was mir gerade noch einfällt, ist, im Army-Land und in Kanada werden keine Handmikrofone benutzt. Ne? Also das letzte Mal, dass, glaube ich, Handmikrofone benutzt worden war bei Summer Madness 1. Und das müsste 2011 oder 12 gewesen sein. Und da aber auch nur, weil irgendwas mit dem Sound nicht geklappt hat. Das war auch nicht mal das war nicht der ursprüngliche Plan auch. Es ist einfach ein riesen Unterschied, ob du halt die ganze Zeit so ein Mikrofon in der Hand hast und einen Arm hast, um irgendwas zu machen, oder ob du dich frei bewegen kannst. Ne? Hat man zum Beispiel auch gesehen. Deswegen, wir hatten diese eine Veranstaltung, Top Tier Takeover 1 war das, glaube ich. Da habe ich gegen Ragpipe gebattelt, Mighty Mo gegen Damian Davis, Clap gegen Finch. Und vorher hieß es, keine Handmikrofone. Ne? Wir battlen mit Steckmikrofonen. Bombe. Ne? Ami-Level. Du kannst deine Punchlines, du kannst acten, du musst dich um nichts, musst nicht gucken, Abstand, pipapo. Du kannst halt ein Theaterstück aufführen, was die Amis schon seit 6, 7 Jahren machen. Ne? Und ich dachte mir auch so, geil, Alter. Das erste Mal ohne Handmikrofon. Steckmikes, boah, da kannst du richtig, und dann übst du halt auch anders. Ne? Also wenn du, ich zum Beispiel, ich bin ja ein performender Battle-MC, ist aber Mighty Mo jetzt zum Beispiel oder ein Nidal Nip, sind jetzt keine Battle-MCs, die performen. So, die stellen sich hin, die machen so und Punchlines, aber die acten, die haben kein Acting, kein Crowd-Control, kein Crowd-Work, keine Untermalung der Punchlines und sowas haben die alles gar nicht. Ne, das machen die ja. Die machen keine Action auf der Bühne. Ne, die stehen einfach nur da und machen. So. Ist ja auch nicht schlimm, jedem das seine. Aber das Ding ist, wenn es vorher heißt Steckmikrofone, ich habe das Gregpipe-Battle zu Hause hier geübt, wie so ein richtiges Theaterstück. Ne? So, das kann ich machen und das ist der hier und so. Du übst das halt und irgendwann hast du es auswendig drin. Und dann kommst du halt zur Location und dann wird halt gesagt, wir machen doch Handmikrofone. So. Und deswegen. Das ist auch ein Punkt gewesen, was mich da so ein bisschen verunsichert hat, weil wenn du es alles so übst, dann hast du es irgendwann so drin. Und auf einmal hast du ein Mikrofon in der Hand und die Hälfte deines Körpers ist halt nicht mehr in dem Modus, in dem du es 3 Monate lang geübt hast. Deswegen habe ich den anderen auch schon erklärt, also quasi Damian Davis und ich waren die einzigen, die darunter halt so ein bisschen zu leiden hatten. So, ich extrem, ne, weil ich halt das Ganze wie ein Theaterstück so ausge... sieht man ja beim Disaster Battle, ne? Ohne Mikrofon ist ganz anders. Da kann man richtig was machen. So, und aber Damien ist natürlich so ein, der ist seit 10 oder 15 Jahren auf Bühnen unterwegs, live spielt Festivals und so, der ist ein Monster. So, der kann auch mit Mikrofon acten. Das ist krass. Deswegen war ich auf jeden Fall davon mies betroffen. Genug geheult. Amiland ist das Standard. Es gibt keine Handmikrofone. Alles freihändig. Organic. Watch where you going. Cause I should blindside you for acting like I ain't seeing dog. Nakaya, this pit fucked up my performance. I should wet your head like a Chia doll. I live for this shit, nigga. I die for my respect. I'm talking all three of y'all. So, und wer sich jetzt wundert, warum die Leute das so feiern, das kann man nur verstehen, wenn man das legendäre Birdman-Interview gesehen hat bei, ich glaube, Hard 97 war das, oder Breakfast Club. Birdman, halt Ziehvater von Lil Wayne, wie der halt da reinkam und dann hat er halt diese Lines gedroppt und kam da rein, nur um zu fronten, war, glaube ich, 2 Minuten da und meinte so, you gotta put some respect on my name, respect. Und da Country-Nigger, wie die halt so reden, die sagen nicht respect, sondern respect, ne? Put some respect on my name, I'm talking all three, yo. Hat er da halt in der Radiosendung gesagt, das war halt ein riesen viraler Hit so. Und deswegen feiern die Leute die Line,
jetzt so krass, weil der auch da zum Beispiel noch rein gefreestylt hat, dass die Location mit diesem Pit, The Pit, dass das war vorher nicht so abgemacht und hat da noch rein gefreestylt, dass er den einen dazu nimmt. Warum sind wir in diesem Pit? Ich müsste dich eigentlich so und so rund machen. Und dann baut er das natürlich geil ein. I live for this shit, nigga. I die for my respect. I'm talking all three of y'all. I said, just supporting role. Cause he's a star and they came for your funeral. It's a million ways to die and I want you to choose. Nah, I mean enough, I don't want him dead. I want to see him go through physical pain. A headshot, he survived. But it hemorrhaged his brain. Cops on his side looking for leads. He can't remember a thing. That's cause I put a traffic jam in his memory lane. I get in that ass, that's colon. K's, that's Nolan, or two gats blow. I said, I get in that ass, that's colon. K's, that's Nolan, or two gats blowing. Bow, 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 look like I'm backstroking. So, das ist jetzt eine sogenannte, das ist eine reine Performance-Line jetzt so. Ich glaube, Mr. Wavy hat damit angefangen. Also es wird auf jeden Fall, das ist eine richtige Nerd-Folge hier. Ist ja kein Problem. Steht ja auch im Titel drin. Habe ich mir gerade einfallen lassen, dass ich es reinschreibe. Absolute Battle-Rap-Nerd-Folge auf jeden Fall. Mr. Wavy hat damit mal angefangen, glaube ich. Also er war der Erste, der so einen Haymaker, so einen Roomshaker hatte mit einer reinen Performance-Line, mit einer Act-Out-Line. Und hat dann halt diese Zombie-Line gebracht, dass der ein Maschinengewehr im Hosenbein hat und dass er damit läuft wie ein Zombie. So, und das jetzt, seitdem die Leute gesehen haben, dass es funktioniert, gibt es alle Arten von Performance-Line und Act-Out-Lines. Ich mache so und so und so. Du denkst, als würde ich das und das machen. So, also du machst den Move vorhin, erklärst dann, was es ist. Und genau das macht er halt auch, ne? Colon, Nolan, reimt alles vor. Und macht dann halt den Gun-Bewegungen nach, eine Bow, Bow, Bow. Und das ist halt, dass die Leute das halt sehen. Und dann erklärt er, wie die Bewegung auch interpretiert werden könnte, indem er sagt, look like I'm backstroking. Sieht aus, als ob ich rückwärts schwimme. Ist krass aufgebaut auf jeden Fall. Hämmert voll rein. Ist keine krasse lyrische Punchline, aber ist geil geacted. Ist eine Performance-Punchline halt. You gets blowing, bow. Bow, bow, look like I'm backstroking. I'm mean. Y'all fuck with that? Y'all fuck with that? King of the Dot fuck with that? Y'all fuck with it? Getting that ass. So, und das ist auch so ein Ami-Ding halt. Ich sag jetzt immer Ami-Ding, weil es sind eigentlich Ami-Battles, man. Amerika, Kanada ist ein Brei so, was Battle-Rap angeht, bis auf zwei verschiedene Ligen. So, das Ding ist, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, auch so, keine Ahnung, vor so 7, 8 Jahren oder so, dass die Leute halt eine geile Line gehört haben und gesagt haben, say it again, sing it again, bring that back, und dann machen die dieses Zeichen hier. Und einfach nur, weil die Bock haben, die Line nochmal zu hören, ist halt Performance, Performance, was immer noch viele nicht checken. Battle Rap ist mittlerweile eine Show. Punchlines, Performance, Crowd Control, Feuerwerk abfackeln. Nicht einfach nur spitten. Das war einmal. So, ist halt eine Show mittlerweile und das ist halt so ein Ding, say it again und dann kommt der halt und macht das Ganze nochmal mit und dann, weil die Fans wissen, was kommt, können die das mitschreien. Da haben die Bock drauf. Ist geil. Ist hier noch nicht angekommen. Ist auch schwierig umsetzbar, glaube ich, hier so ein bisschen. Vielleicht kommt es irgendwann. That's colon, give him K's, that's Nolan, or two gats blowing. Bow, 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 look like I'm backstroking. I said, I could have started this show swinging a pound like this shit Arsenio, or had a Max spitting with sparks like this shit Emilio. Click, click, really though, big clip, really blow, about the size of a cell phone. From a Slick Rick video, I'm mean. I'm mean.
Pat Stane nickt auch zustimmend zu. Hat es halt aufgebaut hier, das, wie Arsenio. Arsenio Hall, so eine Talkshow damals gewesen. Und die Punchline ist dann halt Clip, ne? Also auf Waffe bezogen, so groß wie ein Handy. Zeigt er so, weil jeder kennt ja die Handys, aber der meint ein Handy aus dem Slick Rick Video. Ne? Slick Rick ist ja der mit der Augenklappe und der hat in seinen Handys, wo der früher mit Auto rumgefahren ist, halt immer so Todeskoffer-Handys dabei gehabt mit so Todesantenne. Deswegen ist das halt eine geile Referenz so. I said I'm mean. But I'm also confused. Cause you had the nerve to diss Mike Zombie, saying I wasn't with Mike Zombie. While I was with Mike Zombie. You fucking idiot. That's how I know you're ignorant. You don't even know a person and you dissing them. Then try to school me on some business tips? Wait. Weren't you the one in London backstage throwing hissy fits like, what? Y'all ain't get the chips? I got no money at home and I just got fired from the dealership. Now besides thinking, why is it right around your lips and shit? I was thinking that's why I did the second round on equity like I did with Clips. Cause if we both died on them plane crashes home, I had stacks in my personal account. My fam would have took care of my businesses. And they would have needed a GoFundMe page to put this bitch in the ditch and shit. Nigga, that's the difference. Ja, ist natürlich geil, wie die immer kombinieren, ne? Performance-Line, Act-Out-Lines, auf Funny ein bisschen gemacht, auf Entertainment, Excitement und dann auf einmal kommt wieder sowas Ernstes. Einfach nur, um in jeder Runde auch mal zu zeigen, ich kann das und ich kann das und so diese Emotionskurve so ein bisschen zu durchfahren. Macht er eben jetzt gerade halt so. Hat im ersten Battle halt Pat Stay Hallo vorgeworfen, dass er mit seinem Merch und so, dass er es nicht so clever macht. Und jetzt schießt er halt zurück. Dass er halt sagt, okay, aber bei mir ist alles sicher, wenn ich sterbe und so, meine Familie bekommt alles, aber du, wenn man bei dir das und das machen würde, wäre bei dir das komplette Business gearscht, so, also erzähl mir nichts von Geschäften. Nigga, that's the difference. Then you were selling sucker-free boss hoodies. Ooh, you fucking hypocrite. By the way, them pens and shit, that was a gift from shit, from sin and shit, and also a symbolism to step up your penmanship, because you claim you look into it. Now, I just named three instances, so if y'all react to fake personals, that'd be hideous, but ricka, I slowed it down. So let me switch the shit, get up on some different shit. Got a nigga pissed, so you know a nigga with the shit. Pull up with the tool on the belt, they think I'm fixing shit. Hand blue, leg red, got him on some twister shit. Wieder halt Performance. Das ist halt ein ganz anderes Level, was die da drüben abziehen, die Jungs. So, ne? Ich meine, Pat Stay hat eben schon vor einer Minute so auf die Uhr geguckt nach dem Motto, das ist aber lang jetzt hier. Das Ding ist halt, der kann ja keine drei Lines durchrappen. Und das ist auch, so schreiben die auch. Ne? Die schreiben Zweier, Vierer oder vielleicht Sechster oder Mann Achter oder so. Dann Jubelpause, Reaktion, dann wieder. Also keiner schreibt durch. Ne, er hat jetzt auch wieder ernst gesagt über Business geredet, auf einmal kommt wieder so eine Performance-Line, ne? Head, Red, Leg, Blue, kennt ja jeder von euch dieses Twister-Spiel oder vielleicht auch nicht von damals, diese Matte, die man da regen hat, ne? Mit Blau, Rot und Gelb und Grün und so, Hand hier drauf und Fuß da drauf, Twister hieß das so, ist wieder eine Performance-Line gewesen. I said, don't worry about the bars, just worry what I got on, lomclothing.com, nigga. Nice, auf jeden Fall. Applaus nochmal ganz kurz mitnehmen. So, und am Ende hat er dann nochmal seine Klamottenmarke ein bisschen beworben, wovon ich ja auch exklusiv im zweiten Anlauf von Disaster dann Pulli bekommen habe. Ist auch sehr, sehr krass, bin ich ultra stolz drauf, aber ist einfach nur krass. Und in London, als ich Harlow in London getroffen habe, hat er mir auch noch so ein ganz spezielles Polo von sich gegeben. Krass, einfach nur krass. Also ich bin wirklich absoluter Fanboy, gerne Fanboy. Ich finde, Fanboy sein ist auch nichts Schlimmes. Jeder ist von irgendjemand Fan und jeder hat irgendjemanden, den er so krass findet, dass wenn er vor dem steht, dass der anfängt zu zittern oder sich denkt, krass, das ist der wirklich, boah, ich kenne den nur von da und da, heftig. So, und bei mir war das so, ich habe da bin nach London alleine, habe ein bisschen Geld zusammengekratzt, habe mir bin dahin, habe mir Tickets halt geholt für einen Flug, habe mir dann ein Hotel genommen in der Nähe, irgendwo alles geplant, weil Smack, URL, die Ami-Liga war halt mit krassen Leuten in London.
Und dann habe ich ihn halt vorher angeschrieben. Wir hatten vorher schon mal ein bisschen geschrieben und der meinte so, komm zum Hotel, einen Tag vorher, chillen wir ein bisschen. Und ich war halt da. Ich bin aus der S-Bahn raus, aus der U-Bahn rausgekommen, habe die alle da stehen sehen. Ich denke mir so, das kannst du nicht machen, Alter. Ich hab die da gesehen, da stand einfach Arsenal. Wer waren noch da, Alter? Briss Rawsteen, Harlow the Dawn, Beastly, Smack. Also einfach die ganzen Tiere, die man, T-Tab, alle Tiere, die man einfach nur so, Pets der selber auch, alle Tiere, die man so aus von YouTube kann, alle auf einen Haufen. Das war zu viel für mich. Ich bin so umgedreht, bin in eine Kneipe gegangen, hab mir erstmal zwei, drei Bier reingeschraubt, Zigaretten geholt. Übrigens die teuersten Zigaretten der Welt, Penner-Zigaretten für umgerechnet 12 Euro. Aber England ist halt krass wegen Steuern. Und dann bin ich zurück, ein bisschen entspannt und dann ging das klar, da konnte ich mit denen so ein bisschen chillen, aber das war super aufregend. Deswegen kann ich jeden verstehen, der, wenn er jemanden trifft, den er feiert, einfach nervös ist, Alter. Fanboy sein ist was Geiles. Wenn es mit Überzeugung passiert, ist es einfach was Geiles, ist nichts Schlechtes. So, wir gehen weiter. So. Hier haben wir Pat's Day, eben noch als Gegner von Hallow the Dawn. Jetzt, das ist noch ein paar Jahre her, ist so auf jeden Fall ein halber Classic, so sollte man aber eigentlich auf jeden Fall gesehen haben. Pat's Day gegen Marv One. Marv One, sieht man gleich, ist ein fetter Schwarzer. Hat bei 8 Mile damals mitgespielt, so eine Detroiter Battle Rap Legende auf jeden Fall, Oldschool-mäßig. Und das, was ich euch jetzt zeigen will, ist, also Pat's Day, es gibt auch viele, die sagen, Pat's Day ist der beste Battle Rapper der Welt, weil er schon seit 10 Jahren dabei ist. Und der eigentlich alles kann, was ein Battle-Rapper können muss. Muss man auch zugeben so. Aber mir fehlen zum Beispiel diese übertrieben genialen Freestyle-Konter und die krasse Act-Out, so krasse Performance-Lines. So. Der performt wie Hölle, der actet auch super, aber dieses schauspielerische hat der krass drauf, aber diese neue Art von Performance so, da ist der noch ein bisschen in seinem alten Film so gefangen, was viele auch feiern. Ich finde es so ein bisschen ein Minuspunkt und manche Leute sind einem einfach nicht so, Mann, ich habe den jetzt auch zweimal so live getroffen oder gesehen, der ist krass, der Typ, der ist ein Übermensch, so. Der ist riesengroß, intelligent, lustig, brutal, alles in einer Person so und kann krass rappen, der kann alles, also man kann nichts gegen den sagen so. Und das, was ich jetzt rausgesucht habe, ist eine Runde gegen Marv One und Marv Ones, lass mich lügen, sagt er auch in der ersten Runde, aber ist auch vorher schon known fact gewesen, kleiner Bruder ist ein Autist, also ist behindert und das gilt somit als lange die disrespektvollste Runde, die es glaube ich zu dem Zeitpunkt gab, also da wurde viel darüber diskutiert, ob das okay ist, ob das nicht okay ist, zieht es euch rein, ist auf jeden Fall brutal. You're just mad you can't even dunk. Your bitch calls me white chocolate and swallows my macadamia nut. What you know about basketball anyways? You're so fat you can't even run. By the time you put the ball around your back, the game will be done. No more Mr. Nice Guy. Fuck this battling business. I'm sick of this shit. Battle rappers are a bunch of faggots and bitches. Y'all mistaken my kindness for weakness. The sleeping giant is peeking. The beast inside of me's finally free. It's been tied to a leash. Now it's time to release it. See, I've tried to be on some professional shit, but y'all be on that wrestling tip. So next one to get disrespectful outside of a battle gets smashed in the head with a brick. Drunk or sober, it's fucking over. I'm chucking boulders. Straight up, I come from Scotia. You even walk past me tough and bump my shoulder, I'll cut your fucking throat slower than a Russian soldier. Now, I didn't want to get personal with you, but you made this a personal issue. So don't be surprised if during the middle of one of your verses I hit you. Since that bouncer murdered your friend Proof, I can't imagine the hurt that you've been through. But you... Okay, er schneidet schon so ein bisschen an, ne? Jemand hat Proof, also Proof damals, ne, von D12, einer von Eminems besten Homies, ist ja damals ermordet worden. Muss kurz vorher gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wann es war. Müsste ich jetzt lügen. Ich will mir jetzt kein Jahr aus dem Arsch ziehen. Macht halt, man merkt schon so. No more Mr. Nice Guy. Er macht Ansagen nach dem Motto, Battle Rappers sind alles Bitches. Wenn einer außerhalb nochmal so und so macht, Bams. Wenn das hier durch diese Bams. Also alles auf Ernst. Ne? Nach so ein paar Funny Bars über Basketball, Freestyle-Konter so. Alles ernst. Jetzt nach dem Motto, jetzt kommen Ansagen. Real Talk, pipapo.
You both took shots at Bender, so the hearse he was in will perfectly fit you. His pops did leave when he was 16. That ain't funny at all, is it? And he does got a brother who's autistic. I hope that fucking retard gets it. I'll roll up on him like, what's up with the gang signs? What crew is you? Da hört man schon anhand der Reaktion von den Leuten. Das ist kein. Das sind diese. Punchline, krasse Punchline, aber Punchlines, die wehtun, ne? Sagt er ja gerade. Der Vater hat ihn verlassen, der Bruder ist Autist und I hope that little retard gets it, ne? Und dann steigert er sich noch ein bisschen mehr rein. Was Pat Stay zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht hat, was er mittlerweile perfekt beherrscht, ist, die Leute jubeln lassen, Pause machen und danach wieder angeht, damit nichts verschluckt wird. Weil jetzt diese geile Line mit den, der ist behindert und der macht Gang-Signs, so, ne? Die geht so ein bisschen unter, weil der einfach nicht abwartet, bis die Leute wieder fit sind. 16. That ain't funny at all, is it? And he does got a brother who's autistic. I hope that fucking retard gets it. I'll roll up on him like, what's up with the gang signs? What crew is you with? Grab his little mental face and smack the fucking drool off his lips. Spit going everywhere. Rip open his teddy bear, whip him over the head, then kick his metal chair down a set of stairs. He's ist krank, was der da sagt, ne? Ich hau dir die Sabber auf der Fresse, ich trete deinen Rollstuhl die Treppen runter, aber alles nice gerimt auch, ne? Boah, Junge, Junge, ey. No one in your father left, who'd want to spend in a fat piece of shit like you? Be mad right now. I dare you to throw a jab right now. Und der hat recht, Alter, der gibt dem böse Sachen und Marv One ist richtig abgefuckt, weil es zu dem Zeitpunkt ist es nicht gang und gäbe gewesen, sowas zu bringen. Und dieses, wenn er sagt, you mad right now, he mad right now, ist mittlerweile auch so eine Catchphrase geworden, dass wenn irgendeine krasse Stelle kommt und einer das sagt, weiß er ganz genau, da kommt noch was, was sich auf mad right now reimt. Und das ist halt die Geburtsstunde, glaube ich, davon. Und es ist auf jeden Fall krass, weil jetzt kommen krasse Sachen. Shit like you, be mad right now. I dare you to throw a jab right now. My squad's deadly, they already want to spaz right now. I'm rock steady, this pot-bellied, sweaty slob's not ready. You throw a punch that's slow as fuck, I go and duck, you drop heavy. He's sad right now, heart pumping so fast right now. He just wants to make his dead homies proud right now. Your boy Proof's looking down through the clouds right now, wanting to smack you like the dad you never had right now. Gänsehaut, Alter. Damit trifft er seinen Gegner. Das ist alles im Bereich des Erlaubten, aber damit triffst du deinem Gegner halt komplett ins Herz, ne? He mad right now. Und dann holt er nochmal den toten Proof. Ich wette, Proof ist jetzt gerade in den Wolken, guckt runter und will dir die Schelle geben, die dein Vater dir niemals gegeben hat. So, zieht euch das nochmal rein. Auch wenn man nicht, ich gehe jetzt immer davon aus, dass nicht alle super Englisch können. Deswegen, verzeiht mir bitte, aber das ist mir wichtig, dass selbst, wenn sich jetzt 80 Leute denken von 100, Herr Dicker, Alter, ich kann doch selber Englisch. Aber wenn 20 Leute sich denken, boah, gut, dass das erklärt, dann habe ich alles richtig gemacht. Also, zieh es nochmal rein. He mad right now. Krank. Kranke Reihenfolge. My squad's deadly, they already want to spaz right now. I'm rock steady, this pot-bellied, sweaty slob's not ready. You throw a punch that's slow as fuck, I go and duck, you drop heavy. He's sad right now, heart pumping so fast right now. He just wants to make his dead homies proud right now. Your boy Proof's looking down through the clouds right now, wanting to smack you like the dad you never had right now. Real talk, rest in peace to Proof. I ain't disrespecting a man who's defenseless, that's something he would do. See, I knew that shit about Proof was taking shit too far. That was me just showing proof of what a bitch you are. Ist ein krasses Ende, zieht nur nicht mehr so krass, weil der hat den Ton so gesettet nach dem Motto, alle runtergezogen. Und dann können die Leute auch keine andere Reaktion mehr bringen, als einfach nur so, boah, okay, die Runde ist endlich vorbei, ist krass. Aber was auch wichtig ist, was auch anderen schon zum Verhängnis geworden ist, tote Leute dissen, hat er natürlich nochmal den Schlenker gemacht, hat er gut gemacht, ne, nach dem Motto, Real Talk, rest in peace, Proof. Ich wollte Proof im Himmel nur zeigen, was für eine Bitch du bist, so nach dem Motto, dass du nichts gemacht hast. So hat er schön
seinen Gegner gedisst, aber noch mit eingespielt, dass er sich davon so ein bisschen entfernt von dem, was er vorher gesagt hat. Ne? Real Talk, Rest in Peace, Proof. So. Ohne das hätte es safe auf jeden Fall noch Probleme gegeben. So. Sehr, sehr respektlose Runde. Auf jeden Fall wurde viel diskutiert damals. Ich weiß gar nicht, nach dem Battle waren die, glaube ich, aber cool miteinander. Vorher war mal ein anderes Battle, da hat Pat Stay gebattelt, da haben die sich fast gefetzt, also so ein bisschen. Dadurch ist dieses Battle entstanden. Und ich meine, die sind nach dem Battle cool gewesen, auf jeden Fall. So, weiter zum nächsten Beispiel, liebe Nerds. So, hoffentlich werden ihn jetzt schon direkt viele Leute erkennen. Ist natürlich der gute Disaster. Gibt's auch sehr viele, die sagen, das ist der beste Battle-Rapper der Welt. Ich würde sagen, mich so weit aus dem Fenster lehnen, sagen, dass es ganz klar der beste Freestyler, den es auf der Welt gibt. Also auf dem Level, in dem Tempo kann niemand auch nur ansatzweise freestylen. Also es gibt keinen Menschen, der ohne Text in ein A-Cappella-Battle geht oder mit 10% oder 20% Text in ein A-Cappella-Battle geht und dann so freestylt, dass es fast keinem auffällt. Gibt es nicht. Er ist so. Hat eigentlich auch alles, was ein, Battle-Rapper haben muss, Alter. Also kann übertrieben krass rappen, krasse Wortspiele, krasse Patterns, krasse Reime, Aggression, ist aber auch lustig. Das Einzige, was mir bei ihm halt fehlt, ist dieser Real-Talk-Aspekt. So, der wird nie ernst und macht mal so richtig bösen Real-Talk, um den Gegner richtig weh zu tun. Der ist halt ein Oldschool-MC, der will die Leute wirklich tot rappen und tot performen. Aber dieses richtig böse ins Herz gibt's bei ihm halt nicht. Was ich jetzt rausgesucht habe, ist, glaube ich, also ist in meiner Meinung nach das Battle gegen Disaster ist auf jeden Fall eins der Top 10 Battles aller Zeiten, die es bis jetzt gab. Das waren die anderen, die wir jetzt gesehen haben, nicht by far, aber das ist so, wenn man sich 10 Battles aussuchen müsste, die am krassesten waren, dann ist es das so. Disaster ist, glaube ich, damals, lass mich nicht lügen, vielleicht 24, 25 DNA, der gleich kommt, ist 19. Ich zeige euch die erste Runde von Disaster, weil die erste Runde von Disaster ist purer Mord. Mord. Da ist ein Ding dabei, das zeige ich euch gleich nochmal. Es ist so. Einer hat geschrieben, ich soll den Pfeil benutzen, um zu zeigen. Und ich bin lernfähig, ich mache das. Hier, ne? Da sehen wir das rechte Ohr von Drizzy Drake, Alter. Übelster Disaster-Fan, übelster Battle-Rap-Fan. War bei dem Ding live dabei, seht ihr gleich selber. Erste Runde von Disaster. Please be quiet, please. Y'all ready? You American faggot! Now after all the talk about how you would show up and never back out, Drake offered to put $3,000 on this battle to judge it, and you fucking backed out. Yeah, you little fucking pussy. I'm in front of DNA. Wow, no fucking way. This gotta be my lucky day. I'm about to tie him to a leash in case he tries to fucking run away. Yeah, the problem with you kids is that you lack respect. But fuck me over on money right now and try to run out and I'ma snap your neck. Because people know that backing out of battles is not part of my plans. But you and Cortez are always not. So not to my surprise, all your alibis came as a bunch of unauthorized scams. Shit, even if I met you in the middle of the East, you find a way to say that I ran. But I'm from Los Angeles. I'm proud to say that the... Das ist krass, wenn man das Wort spielen ist, eigentlich heutzutage ist das, feiert das keiner mehr. Sowas, aber damals war es halt so, even if you were in the Middle East, you would fight, irgendwas mit Iran. Also ich bin gerannt, aber auch Iran, Iran, so Doppeldeutigkeiten, damals noch so, oh, witty, Alter, witty, richtig slick. Aber heutzutage wäre das halt so, Dicker, Alter, ist wie so eine Defeat-Line einfach, Defeat, also es sind so, keine Ahnung. Lines, die gehen eigentlich nicht mehr. I'm in front of DNA. Wow, no fucking way. This gotta be my lucky day. I'm about to tie him. Und achtet mal auch drauf, ich weiß nicht, ob man das nur Flow nennen kann, aber wie der auch die Stimme verändert und der ist ein Schauspieler, ein richtig guter Schauspieler, aber nicht gelernt, sondern einfach talentiert im Battle Rap. Der weiß ganz genau, wie der was betonen muss, wie der laut, langsam, leise. Und wie das dramatisiert, achtet mal drauf. To a leash in case he tries to fucking run away. Yeah, the problem with you kids is that you lack respect. But fuck me over on money right now and try to run out and I'ma snap your neck.
people know that backing out of battles is not part of my plans. But you and Cortez always lie. So not to my surprise, all your alibis came as a bunch of unauthorized scams. Shit, even if I met you in the middle of the East, you'd find a way to say that I ran. But I'm from Los Angeles. I'm proud to say that that's my land. In LA, we support our home teams. We got a lot of pride, but goddamn, the way you duck me in LA proves you'll always be more of a fan of the Dodgers than I am. Wirft er ihm vor, er hat ihn vorher geduckt. Also man sagt in Amiland, ne, you ducking me, he's ducking me, ist, dass der sich vor jemandem versteckt, sich duckt halt, dass der nicht gegen den battlen will, zum Beispiel. Ne? Wenn man ja sagt, keine Ahnung, Alter, Oktun Svetschke, nein, Mann, Alter, jetzt fällt mir natürlich kein Name ein, Alter. Klepp ist ducking Jarambo quasi, ne? Klepp hat Angst davor, Jarambo zu battlen. So, das sagt man da. Und deswegen sagt er, ja, so wie du immer dich geduckt hast vor unserem Battle, es ist kein Wunder, dass du, obwohl ich aus LA komme, dass du mehr Fan von den Dodgers bist. Dodge a Bullet, Dodging, Ducking ist auch Ausweichen, Ducken. Und die LA Dodgers sind halt so ein, ist glaube ich Baseball, ne? Los Angeles Baseball Team, die Dodgers. Deswegen sagt er natürlich, du bist mehr Fan von den Dodgers, weil du dich vorher so die ganze Zeit geduckt hast. So, das sind Kleinigkeiten, aber nice Lines. You soft as hell, I'm not gonna lie, fam. And you battle with Rex, you almost auch caught the right hand. Backing out of battles is not part of my plans, but you and Cortez always lie. So not to my surprise, all your alibis came as a bunch of unauthorized scams. Shit, even if I met you in the middle of the East, you find a way to say that I ran. But I'm from Los Angeles. I'm proud. Jetzt, I ran ist vorbei. Jetzt fängt er mit Los Angeles an. Los Angeles. I'm proud to say that that's my land. In LA, we support our home teams. We got a lot of pride, but goddamn, the way you duck me in LA proves you'll always be more of a fan of the Dodgers than I am. You soft as hell, I'm not gonna lie, fam. In your battle with Rex, you almost caught the right hand from Dot Mob's hopping hype, man. Yeah. When Rex made fun of your retarded mother, I knew you wanted to fight, man. But then they called the cameras off and you walked off and called it the night. Damn. Sort of like when Eminem told you, lose yourself in a moment. You only get one shot in a lifespan. And you answered him like, I know, Slim, that's exactly why I'm gonna walk away from this mic stand. So viele Komponenten, man kann das gar nicht in Worte fassen, ne? Der switcht auch so schnell. Auf einmal macht er die Stimme von Eminem nach, ne? You better lose yourself, Dings muss hier den 8 Mile, weil bei 8 Mile haben die vor Ort ein Casting gemacht mit Battle Rappern und wer das Turnier gewinnt, ist dann im Film dabei. Ne? Und DNA hat da teilgenommen und hat da kläglich verkackt und das ist das, was er halt gerade anspricht, sagt er so, ja, genauso wie als Slim Shady das und das gerufen hat und du meinst halt so, ja, that's why I'm gonna walk away from this mic stand, deswegen hau ich jetzt hier vom Mikrofon ab. Ist halt schon krass und vor allen Dingen, was für ein Tempo und wie der das dann noch einbaut und vorher noch so rumhüpft, kann keiner so. Fight, man, but then they called the cameras off and you walked off and called it the night. Damn! Sort of like when Eminem told you, lose yourself in a moment, you only get one shot in a lifespan, and you answered him like, I know, Slim, that's exactly why I'm gonna walk away from this mic stand. Your boy Cortez act on some G shit. We're supposed to battle here, he backed out. Like I need more cash now. And that is some weak shit. He's a sneaky Latino, so I wasn't surprised when I came to find out that he skipped. He was already flaking like a tortilla, so soon as I saw the guacamole on the side with the green chips, I knew it was only right that bean dipped. It don't matter. Das ist jetzt nochmal so ein Seitenhieb an Cortez. Cortez, Latino-Amerikaner, hat er jetzt mit Guacamole und so ein paar Wortspiele gemacht und it's only right that this bean dipped. Ne? Ist halt Anspielung auf wegen latinoamerikanischer Herkunft. Kurzen Seitenhieb an seinen Homie Cortez. Den wir später übrigens noch so sehen. Noch sehen. Noch. Das ist wieder, Mann, ich habe zu viel Virus geguckt, ey. It don't matter what battle and league you actually be with if you're gonna be dumb enough to bite the hand that you eat with, at least be smart enough to cover up your tracks and don't leave prints. Someone call up Smack and tell him to cancel the field trip. Straps with the beams equipped like an active marine ready to damage a queenship. Shells battering, the cannon ring until half of your team is seasick. The other half starts abandoning ship, panic, and leave quick. In the same fashion, the Hollow took his first chance to get green quick, turned his back on GT, packed up his bags, took the cash, and then he split, and the faggot hasn't been seen since. See, it's all a story. It's all a story that correlates if you go back and you read script. I use this all as a scenario to reference the battle and scene with, because grind time is a ship, and this is as bad as the Titanic sea gets, because without Smack, you wouldn't be shit, but lost talent stranded across the Atlantic Sea without a raft to keep heat with.
So, und was krass ist, was einem immer hinterher erst auffällt, wenn man, wie ich, wie so ein Battle-Rap-Nazi die ganzen Dinge halt durchsuchtet, das gibt's hier halt nicht. Du, der sucht sich diesen Reim aus, der haut diesen Seitendiss an Cortez raus, ne? Die Endpunchline ist Bean Dipped, ne? Und danach kommen noch zwei verschiedene Topics, wo der auch wieder Punchlines raushaut. Und die sind aber immer noch auf denselben Reim. Das ist anormal. Weil hier ist es meistens so, keine Ahnung, jemand rappt eine Minute durch auf einen Reim, saugt, zieht sich irgendwas aus dem Arsch, Punchline, die Leute jubeln. So, aber es ist ja so unfassbar schwierig, überhaupt erstmal Reime zu finden, dann gute Reime zu finden, lange Reime zu finden, viele zu finden, dann noch den Punch da hinten dran zu hängen. Und dann aber ein Ding zu haben auf den Reim, neues Thema, nochmal eine Punchline auf denselben Reim und so, dass es gar nicht mehr auffällt, weil wenn das Thema switcht, unterbewusst merken dann nur Leute, die selber viel schreiben und in Reimen denken, dass da halt der Reim beibehalten wird. Das ist jetzt die letzte halbe Minute so gewesen und gleich zeige ich euch das absolute Endlevel-Ding, Alter. I got the long nose like X-Factor, it'll make the back of your Jeep flip. I said, we Xbox together the way I left half of your screen split. Screen split, Bean Dip, das ist jetzt bestimmt noch eine Minute her, es ist so krass und jetzt ist wieder ein neues Topic. Trotzdem dieselben Reime, weil der Typ ein Psycho ist. My guns are barely legal with magazines that'll make this teen strip. That's how you like it, right? Come back with a clean flip. Yeah, I'm ready for the drama. Ain't no question marks. I ripped your flesh apart like Jeffrey Dahmer. Let's get it poppin'. I take the beef instead of chop it like a chef from Benihana. Speaking of chefs, shout out to Cortez's mama, cause I heard every prime time East Coast event, she be fixing poison pennies empanadas. Ja, das ist unfassbar. 2011 macht er das. Rhythmus wechselt sein Vater. Guck mal, wie langsam, schnell, aggressiv. Das ist alles, das ist glaube ich, einfach in dem drin, dieses ganze Movement. Das übt der, glaube ich, gar nicht so crazy. Der ist einfach, ich durfte den ja von den besten Sitzen, vom besten Platz schon mal live erleben, als der mir ins Gesicht performt hat. Ist krank. Er ist einfach nur krank. Ich will, dass ihr das reinzieht und wisst, wie genial das ist, was er da macht. Wie viele Facetten der da abdeckt in so einer ganz kurzen Zeit. Und auch die Gesichtsausdrücke, jede Betonung, jeder Gesichtsausdruck, jeder Move, jedes Tempo passt zu dem, was er sagt. That's how you like it, right? Come back with a clean flip. Yeah, I'm ready for the drama. Ain't no question marks. I ripped your flesh apart like Jeffrey Dahmer. Let's get it poppin'. I take the beef instead of chop it like a chef from Benihana. Speaking of chefs, shouts out to Cortez's mama, cause I heard every prime time East Coast event, she be fixing poison pennies empanadas. Speaking of him, you never pick up the phone when Penn will call you cause you're too busy slumped over in the bed with Hoffa. Holding hands with Hollow when we all know you were raised by Dutch Vega and Sarah Connor. Look, the beef between us has been a never-ending saga. I'll leave you walking around with Bender's depressed persona when I sketch menace your necklace off. Walking on freddy on deadly waters, I throw your body on the stretcher, then let the chopper off a blocker and drop your paramedic. I do this for my fans, you motherfuckers ain't shit to me. Are y'all kidding me? So, und was jetzt kommt, halte ich, glaube ich, für den perfekten Punch. Es ist keine Punchline, weil es nicht Setup Punchline ist, es ist das Ende von einem Part. Aber ich glaube, also ich habe noch nie was gehört, was besser geschrieben und besser performt ist und am Ende besser auf den Punkt kommt über so einen Zeitraum. Deswegen zieht euch rein, auch wenn ihr davon wahrscheinlich nicht viel verstehen werdet, weil es auch unmöglich ist, weil es sehr schnell ist und weil krasse Worte drin vorkommen. Guckt euch an, was der macht. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn es losgeht. Und dann zieht es euch bis zum Ende rein. Danach nehmen wir das auseinander. Denn es ist eine Nerd-Folge. Aber guckt euch das bitte an, was jetzt gleich passiert. I do this for my fans, you motherfuckers ain't shit to me. Are y'all kidding me? I'll fucking bum rush an enemy. These knuckles will leave you buckling instantly. I'll fucking get timid and start punching you viciously. Uppercuts will leave your stomach in misery like muscular dystrophy. Just for thinking you could come online publicly dissing me. You can pop your fist while I'm still crushing you physically. This shit is child's play. You get 8 sideways like the number infinity. I said, before you come on the blog and then mention me, I'll stop you out and make you a part of this history. Don't show me that, because this is about to be the body bag of the century. Hold on, you motherfuckers ain't shit to me. They say karma's a bitch for
for you, it's probably dentistry, because the part of your mouth that's missing is only a reflection of what's scarring you mentally. So the gap between your teeth exists merely as an object of imagery to distract you from the real gap between us, and that's bars and delivery. So. Seht ihr die Gesichter? Habt ihr gesehen, was die Leute machen? Stehen da so, schreien, Dingsbums. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich will damit anfangen, dass sich einfach alles reimt auf Bars and Delivery. Ne? Object of Imagery, Muscular Dystrophy, Body Bag of the Century. Das sind so viele Silben. Bars and Delivery. Das sind so, keine Ahnung, 5, 6 Silben, die der da aneinander reiht, bezieht noch mittendrin mit ein, dass er ihm die Uhr zeigt und sagt noch, don't show me that, because this is about to be the body bag of the century, was sich auch noch reimt. Ich glaube, der Satz war vorher schon drin, aber das mit der Uhr mit einzubauen, zu sagen, zeig mir das nicht, ich bin gerade dabei, ist krank. Da drin sind, das ist sogar nicht so ein Ding, was sich die ganze Zeit aufbaut und dann am Ende einmal puncht, sondern es puncht auch mittendrin schon, sodass der stoppen muss. So, und das ist, wir gucken uns das bestimmt noch zweimal an, deswegen Nerd-Folge. Raus, wenn ihr das nicht durchziehen wollt. Ich liebe den Scheiß und ich muss euch das erklären. So, jetzt fängt er an. Motherfuckers ain't shit to me. Ne? Das ist schon mal das Erste. Ich zähle mir einfach nur die Reime mit. Fucking bum rushing the enemy. These knuckles will leave you buckling instantly. I'll fucking get timid and start punching you viciously. Uppercuts will leave your stomach in misery like muscular dystrophy. Just for thinking you could. Leave your stomach in misery, muscular dystrophy, Muskelschwund. Das ist schon mal der erste Punch. Da hat er 8. Das reicht schon eigentlich. Das sind 8 oder 9. Ich weiß nicht, ob ich mir das erzählt habe. Das sind 8-mal auf dieses muscular dystrophy, buckling instantly. 8 Reime auf diese vielen Silben mit einem Punch. Wo die Leute schon so sind, und der ist noch nicht mal halfway durch. Come online publicly dissing me. You can pop your fist, so I'm still crushing you physically. This shit is child's play. You get 8 sideways like the number infinity. So, number infinity reimt sich natürlich auch darauf. Hätte auch gereicht, aber 8 sideways ist natürlich, also die 8 zur Seite ist dieses Unendlichkeitszeichen, number infinity, 8 sideways. Nochmal ein Wortspiel sogar mit drin. Der kann da schon aufhören. Die Leute sind schon begeistert. You need artist development before you come on the blog and then mention me. I'll stop you out and make you a part of this history. Don't show me that, because this is about to be the body bag of the century. So, da glaube ich, dieses body bag of the century hatte schon drin gehabt, aber hat dann die Uhr gesehen und das dann noch schnell, weil er der beste Freestyler der Welt ist, mit eingebaut. Hold on, hold on. You motherfuckers ain't shit to me. So, und das ist der Satz, den er auch als erstes sagt. Ne? You motherfuckers ain't shit to me. So leitet er das ganze Ding ein am Anfang. Ist, glaube ich, wegen diesem Ding mit der Uhr ganz kurz rausgekommen, hat er wieder den ersten Satz gemacht und switcht dann aber wieder da rein, wo er eigentlich weitermachen wollte. Karma's a bitch. For you, it's probably dentistry. Karma's a bitch, kennt ja jeder, ne? For you, it's probably dentistry, ne? Weil DNA, was keiner weiß, also was jetzt von euch wahrscheinlich keiner weiß, oder die wenigsten, ist, dem fehlt ein Zahn, ne? Karma's a bitch, but for you, it's probably, also normalerweise Karma's a bitch, aber für dich ist wahrscheinlich hier so Zahnpflege. Und dann, das muss ich jetzt wirklich sezieren mit euch. Because the part of your mouth that's missing is only a reflection of what's scarring you mentally. Also das, was dir im Mund fehlt, ist nur eine Reflexion davon, was dich wirklich mental vernarbt. Also das ist eine Metapher dafür. So the gap between your teeth exists merely as an object of image. Also die Lücke zwischen deinen Zähnen ist eigentlich nur eine Metapher. To distract you from the real gap between us, and that's bars and delivery. Die Lücke zwischen deinen Zähnen ist eigentlich nur eine Metapher dafür, für die wirkliche Lücke zwischen uns beiden, und das ist Bars and Delivery. Der wirkliche Unterschied zwischen uns beiden, die wirkliche Lücke zwischen uns beiden sind Bars and Delivery. So. Und da hörst du Leute, die kommen nicht klar. Es ist zu krank. Das ganze Ding ist zu krass. Ich glaube, das geht jetzt. Wie lange geht das? 40 Sekunden? Ich glaube, wann fängt der an? Um 8 oder was? Instantly, I'll fucking get timid and start punching you viciously. I'll put your penis empanadas. Sketch minister necklace off. You paramedic. Let's get I do this for my fans. You motherfuckers ain't shit. Minute. Are y'all kidding?
kidding me? I'll fucking bum rush into enemy. These knuckles will leave you buckling instantly. I'll fucking get timid and start punching you viciously. Uppercuts will leave your stomach in misery like muscular dystrophy. Just for thinking you could come online publicly dissing me. You can pop your fist while I'm still crushing you physically. This shit is child's play. You get 8 sideways like the number infinity. I said, development before you come on the blog and then mention me. I'll stop you out and make you a part of this history. Oh. Don't show me that, because this is about to be the body bag of the century. Hold on, hold on. You motherfuckers ain't shit to me. They say karma's a bitch. For you, it's probably dentistry, because the part of your mouth that's missing is only a reflection of what's scarring you mentally. So the gap between your teeth exists merely as an object of imagery to distract you from the real gap between us, and that's bars and delivery. So, ich weiß, das ist hart, so was ich hier mache, aber das ist mir scheißegal, weil ich liebe die Kacke so sehr. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, wer sich das reinzieht und das interessant findet, guckt euch das ganze Battle an. Man wird wenig verstehen, DNA versteht man besser. Und das Geile ist, dieses Battle ist ja so ein Legendending, nicht wegen der ersten Runde von ihm, sondern wegen der ganzen Storyline im Battle. Ich will nicht zu viel verraten, für die, die es noch nicht gesehen haben, aber das ist ein absolut, also ist eins der besten Battles aller Zeiten. Hat nicht umsonst so viele Views und das ist schon, das war von 2011, war auf jeden Fall bahnbrechend damals. Weil DNA auch nach so einer ersten Runde musst du als 19-Jähriger in einem anderen Land erstmal wiederkommen. So, deswegen zieht euch das Battle rein. Ich glaube, die Runde ist hier auch vorbei. Ich habe genug seziert hier mit euch. Das ist krank. Einfach nur krank. Aber die letzten Sekunden will ich nochmal einfach nur, dass ihr nochmal die Reaktion von den Leuten nochmal ganz kurz habt. I'll stop you out and make you a part of this history. Don't show me that, because this is about to be the body bag of the century. Hold on, hold on. You motherfuckers ain't shit to me. They say karma's a bitch. For you, it's probably dentistry, because the part of your mouth that's missing is only a reflection of what's scarring you mentally. So the gap between your teeth exists merely as an object of imagery to distract you from the real gap between us, and that's bars and delivery. Zieht euch mal ganz kurz Drake rein. You mentally. So the gap between your teeth exists. So, hier haben wir Uno, Lush One, Gründermitglied, kommt auf sein Leben nicht klar. Between your teeth exists merely as an object of imagery to distract you from the real gap between us, and that's bars and delivery. So, und das ist Drake. Ne, zieht euch, achtet nochmal auf den Kollegen hier. This merely is an object of imagery to distract you from the real gap between us, and that's bars and delivery. Oh my. Was ist da gerade passiert, ey? Ich bin am Schwitzen wie ein Schwein. An der Stelle Grüße an Pisek. Wir machen weiter. So, hier haben wir das Battle Hallahan gegen Cortez. Cortez ist der Latinoamerikaner auf der linken Seite, der Kollege von DNA, den Disaster eben kurz mal angesprochen hat, in ein paar Seitenhieben. Ich meine, das Battle müsste auch ein Jahr später gewesen sein als das DNA Disaster Battle. Ich weiß aber nicht ganz genau. Hallahan war früher Best Friends mit Pat Stay, zwei Pumper, auch voll auf Stoff, sieht man auch, ist komplett drüber, Drogenvergangenheit, gibt da richtig Gas. Und das zeige ich euch, ein bisschen was von der Runde von Hallahan, um euch einfach zu zeigen, wie sein Style ist und was für Probleme oder was für Fähigkeiten der hat. Und dann kommt es halt auf die dritte Runde von Cortez an. Ich zeige euch das unter anderem auch, weil in dem Interview, was viele gesehen haben, zwischen mir und Mighty nach dem Battle, nach unserem Finale, frage ich ihn ja, Dicker, hast du überhaupt Ahnung von Battle Rap, oder guckst du überhaupt Ami-Battles? Und er meinte so, ja, vor dem Battle habe ich extra welche geguckt. Und ich wollte ihn dann nicht on blast setzen, ich wollte ihn dann nicht jetzt, keine Ahnung, einfach bloßstellen, deswegen habe ich das dann darauf beruhen lassen. Er hat sich aber auf das Battle hier berufen, als Vergleich zu unserem Battle. Nach dem Motto, der eine macht nur irgendwie Punchlines und der andere kommt mit Real Talk und gewinnt dann, ist besser. So. Ich mache ihm da auch gar keinen Vorwurf, ich finde es geil genug, dass er sich Ami-Battles angeguckt hat, obwohl ich bezweifle, dass er da irgendwas verstanden hat. Wie auch die Aussage auf jeden Fall bestätigt. Gucken wir uns das ganz kurz an. Das Ding hätte ich aber auch so gezeigt, weil die dritte Runde von Cortez ist eine der
Eine der emotionalsten, also eine der stechendsten, emotionalsten Runden auf jeden Fall. The homies on the block, ain't nobody called a maintenance man. You and that dude just... So, warte ich mal noch ein bisschen vor. Paint in sight, then make money dribbling this blackout like a late Vegas night. Shit, I heard you was moving to Canada. I was tripping that Cortez be my neighbor, man. The way he released statements at police stations, I knew I had to change my plans. There been a repair truck out front that look a lot more like a surveillance van. An iPhone. Ah, sieht man auch, all the homies on the block, ain't nobody called a maintenance man. Okay, es spielt auch an, dass Cortez so eine Snitch ist, ne? Ich habe gehört, Cortez zieht nach Kanada. Vor unserem Haus steht ein Wagen. Dicker, aber keiner hat hier den, keine Ahnung, Alter. Was ist der Maintenance Man, Alter? Hausmeister oder was? Weiß ich nicht. Keiner hat auf jeden Fall irgendwie Elektriker gerufen. Warum steht der Wagen da? Um darauf anzuspielen, dass das ein Überwachungstyp ist. Hier Cortez, ein Snitch. Raekwon sehen wir da auch vom Wu-Tang Clan. You and that dude who just battled disaster was doing B&Es all the time. I heard that you was the lookout while he was inside. But you left the first second the police had arrived. It wasn't the first time this rat purposely left DNA behind at the scene of a crime. Ich weiß nicht, ob der da krank ist oder ob der einfach nur immer übersteuert. Also es ist ganz schlimm, dem zuzuhören, weil dem immer die Luft ausgeht am Ende oder immer husten muss. So. Und das war jetzt eine Anspielung darauf, dass Cortez mit DNA, ne, der Typ, der Desaster gebettelt hat, halt früher Einbrüche gemacht hat, B&Es gemacht hat und dann abgehauen ist und dann als Wortspiel halt gesagt, das ist ganz normal, jemand, der Titel left DNA at the scenes of the crime, ne, DNA, der Battle Rapper hat er da gelassen am Tatort und dass man die DNA, ne, weil DNA-Spuren sind ja auch überall im Tatort, so die Doppeldeutigkeit ist danach auch tausendfach ausgelutscht worden, aber... Come on, man, you had him set up. It was just part of your lies. You threw him under the bus that Arsenal drives. See, you probably loved it when the officers rushed in and brought me to justice. Now I'm causing a ruckus to roam in the fuck with a boss to you suckers. Doctors are coming now to get him to the hospital rushing because I'm going to beat you till you got a concussion and need machines to get your oxygen pumping. Causing a constant obstruction to all of your bodily functions. You think your squad crazy? I get every person here in Toronto to rush him. Have you laying down with your hands on your heads like abdominal crunches? I'm surprised you got out of bed for this. Ethnic joke. Maybe think we would never meet. It's weird a lazy Mexican would live in a city that never sleeps. Because you don't... So, jetzt weiß ich ja ungefähr, was Mighty meinte. Also ich hier mach mir Hollowhand nach dem Motto nur irgendwelche Witze und Punchlines und der andere macht krassen Real Talk und deswegen ist der besser. Ist natürlich ein Witz, aber ist natürlich geil. Geile Sprüche auf jeden Fall so. Macht sich über Latinos lustig und so, weil die als faul gelten. Und er sagt so, ja, lazy Mexicans, it's surprising that lazy Mexicans live in the city that never sleeps, in New York. Ist auf jeden Fall guter Humor. Yo! Because you don't possess that natural gift, so you have to prepare harder. Flashback through his life, go from rapper to scared farmer. You're a New York Mexican, a Madison Square Gardener. Yo, how come I haven't battled in a year and people are dying to see me bury my opponents? How come you haven't battled in a year and... No one cared or even noticed. How come you're considered more established, but haven't touched on half of what I've done? How come you're ducking disaster, but willing to get murdered by the man he bit his style from? Ach krass, Disaster ist ja da hinten hier mit dem Pfeil, zeige ich es euch einmal kurz. Ne? Sagt, warum, why are you ducking disaster? Ducking haben wir jetzt gelernt, ne? Ist aus dem Weg gehen. Why you duck in Disaster, wenn du jetzt den Typen battlest, von dem er seinen Style hat, also er will auf Anspielung drauf machen, dass Disaster von Hollowhand den Style geklaut hat. Noch nie einen schlechteren Vergleich mehr. Yo, so you were straight pussy to make this promo. Like now it's just some performance and we did it together. I don't give a fuck organic, next bit of mine that's released, it better be another winner of my record. How can you be the face of URL, when since birth I've been banging needles and smoke pipe? I should be running the Ultimate Rap League, cause I've been on smack my whole life! Das ist eine ganz mächtige Punchline auf jeden Fall gewesen. Smack heißt ja natürlich die Liga in den USA, mit denen ich gerade am Quatschen bin, wegen,
wegen Whitelisting so, sagt er so, warum sollst du das Gesicht der URL sein, also Smack URL sein, wenn ich früher mir doch Nadeln reingejagt habe und das und das und das gemacht habe, sagt er, er müsste eigentlich der Herrscher der URL sein. Cause I've been on Smack my whole life, ne? Smack, Drogen. So, doppeldeutig, ne? I've been on Smack my whole life. Ich war mein Leben lang drogenlangsüchtig. Ich war mein Leben lang drogensüchtig. Und das andere halt, ich war auf dieser Plattform mein ganzes Leben. Ziehst du nochmal kurz rein, das ist wirklich eine krasse Punchline. Auch, sieht man auch an Cortez-Reaktion wieder, okay. Weil es natürlich auch wahr ist, weil er eine krasse Drogenvergangenheit hat. Und eine Punchline kombiniert mit den Gegnertreffen, ein Wortspiel einbauen und noch was von sich selber preisgeben, was nicht leicht preiszugeben ist, ist krass auf jeden Fall. Release, there better be another one on my record. How can you be the face of URL when since birth I've been banging needles and smoke pipe? I should be running the ultimate rap league, cause I've been on Smack my whole life. Geil, da sieht man noch Pat Stay wieder hinter Hallohan stehen, auch vollkommen auf Stoff. Guckt euch das mal an, Alter. Die beiden, die waren mal beste Homies. Alter, was ist das? You know, doing my research and watching your battles, there's a few things I learned from you. Your balls don't hold weight or pack punch. Versus personals, like when you battled your best friend, Pat Stay, and he exposed the whole world of you. And since you're my Canadian doormat, I'll use facts to kick dirt on you. But I'm gonna put all the bullshit aside for a second. Let me talk to you. I'm gonna point out your flaws and faults and what's wrong with you. You're a genius on drugs, correct? Or what's going on with you? Do you get high to hide the demons inside that are haunting you? Like Bruce B? May he rest in peace. Rest in peace, Bruce B. May he Also, bevor er es jetzt anspricht, ne, also man merkt schon, er setzt den Ton auf Dingsbums, auf Real Talk, auf ins Gewissen reden, auf ihm was beibringen wollen. Spricht jetzt Bruce B. an. Hallohan hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch ein Lied rausgebracht über Bruce B. ist ein Freund von ihm, der gestorben ist. Ich weiß nicht, ob er an einer Überdosis gestorben ist oder ob die Drogen den so kaputt gemacht haben. Aber er hebt sofort sein T-Shirt hoch und nach dem Motto, ja, Bruce B. und so, rest in peace, hat wahrscheinlich ein Tattoo von ihm da jetzt irgendwie drauf. Und Cortez spricht es jetzt erstmal an. Rest in peace, and I would never disrespect them. And I know this is a touchy subject, but fuck, there's a rumor that I heard about y'all with. I'm disgusted, Jeff. Don't get upset, just be real with yourself, because every drug that Bruce did, you dealed it yourself. Ooh. Every line on the canvas, capsule in every tablet, you're the worst kind of friend, you influence his every habit. He got high from within, he hid his vulnerabilities, and since you taught him how to get high, I think I'll teach you about responsibility. Ooh. Real friends help you. So, das letzte Mal, dass ich jetzt Mighty Mo in diesem Video erwähne, was er nicht verstanden hat, ist, dass die haben nämlich danach auch nach dem Finale nochmal so ein Judging von mir eingeblendet, wie ich gegen bei einem Battle von MC Goyner sage, gegen Real Talk kann keiner was machen. Wenn der eine lustige Lines hat und der andere hat Real Talk, kann den Real Talk nichts ficken. Und das ist auch so. Und wie ich sage aber im Judging auch, Real Talk, der treffend ist. Real Talk, der trifft, heißt punched. So. Und wenn du Real Talk machst, for the sake of Real Talk, einfach nur um Real Talk zu machen, ohne dass es irgendjemand trifft oder irgendwas bewirkt, ja, ist das nichts. Dann schreib mit sentimentalem Block. Besser ist es. Was wir hier jetzt sehen, sieht man an der Reaktion der Leute auch, ist richtiger Real Talk. Real Talk, der trifft. Ne? Ich habe gehört, Bruce B. ist an Drogen gestorben, aber ich habe auch gehört, jede Droge, die der genommen hat, ging durch deine Finger. Trifft ins Herz. So, er sagt ihm, okay, das ist das und das ist Verletzlichkeit, aber du hast Bruce B. beigebracht, wie man mit Drogen umgeht. Dann bringe ich dir jetzt was bei über Verantwortung. So, und das trifft.
Und das sieht man auch daran, wie der Gegner reagiert. Und das Publikum. First kind of friend you influence is every habit. He got high from within. He hid his vulnerabilities. And since you taught him how to get high, I think I'll teach you about responsibility. So. Er weiß, was jetzt kommt. Er nickt. Er weiß, okay, gute Punchline. Gib mir. So. Real friends help you make yourself. If I was him as a fake friend, I would hate myself. All the roids and them cocaine, I would hate my health. If I'm the reason my man's dead, I would take myself. No pause and metaphors, I'm dishing it the realest way, cause your actions then are the reason he ain't here today. Now, I told y'all, I appreciate y'all reaching out, but there was an STD, issues about racism, and an issue with Bruce B that I just had to speak about. Uh-huh. Now that you're exposed, Trav cashed me the check, because this wasn't a battle, it was more like a reality check. Uh-huh. And y'all doubted I would lose to him and jeopardize my top tier? Well, I'm deaf, not here. I did it for my G's in a Bing, locked down, they got years. Never snitched to the judge, booked or they got scared. But not you, because in your eyes, you'd have got the snitching. So I bring this campaign like a politician. You want beef? I cock back, I start to spit and bring it to my door, and you'll pay like you got admission. How the fuck y'all think this faggot on my level? How the fuck is he a god? All I see is a white devil. Him, a slight rebel, I squeeze, get my blab on. Creep the street, or we gon' beef till the cow's gone. The Scotian perimeter's blocked, about a mile long, the son of a gun, but I'll clap like a proud mom. Oh, yeah. Okay, now, zoom in, look at the eyes of this loser. Now, Canada, is this the same guy y'all approve of? I think not. Team Homie, Team Homie, uh-huh. Yeah. What's good? I just caught me a mean Let's body. Go. Nice, auf jeden Fall. Ich wollte schon die Kopfhörer abnehmen. Auf jeden Fall, das nur nochmal zur Erklärung, wie man Real Talk machen sollte. Habt ihr ja selber mitbekommen. Und es ist krass, wie der sich in die Emotionen reinsteigert. Das ist, weil es gute Performer sind. Das sind die Amis sind richtige Performer. Richtige. Das, was hier zum Beispiel Damian Davis macht, in Fremdscham, machen die im Ami-Level halt in gut. Ne? Und ich habe es ja aus erster Hand mitbekommen, ich habe es auch in London live gesehen, was die Amis da gemacht haben. Ich habe es von Disaster direkt in die Fresse bekommen, habe Pat Stay auch live gesehen in Berlin und in London. Es ist einfach ein anderes Level und das, was er zum Beispiel macht, er ist ja nicht sauer. Er kennt ihn nicht, aber er performt das so wie ein Schauspieler. Er performt das so gut, dass jeder Satz Sinn macht. Und das ist einfach krass. Das ist der Unterschied. Ey, ich habe keine Ahnung, wie viele es von euch bis hierhin geschafft haben, aber wenn es nur 2 sind, nee, sagen wir, wenn es nur 13 sind, von, keine Ahnung, ich schätze mal, das Video wird vielleicht so 50.000, 60.000 machen, wenn es keine Faxen gibt, weil das echt eine Nerd-Folge ist, ich gebe es zu. Aber es wird auch noch nerdiger, wenn die Ami-Battles dazukommen, aber es wird auch noch geiler, wenn irgendwann haben wir das Fundament gelegt und irgendwann geht es dann wirklich darum, selber Battles zu gucken, zu verstehen, Wörter nachzuschlagen und irgendwann können die Leute Ami-Battle-Rap genauso zelebrieren und so feiern wie ich und Gänsehaut bekommen und ausrasten, wenn ein neues Match announced wird oder wenn die irgendwie in Holland demnächst mal sind oder in London nochmal sind oder wenn einer in die USA fährt, das da einmal live sieht, weil die Leute, die deutschen Battle-Rap feiern, werden Ami-Battle-Rap vergöttern. Weil das sind die, die die Scheiße erfunden haben. Das sind die, die alles vorgeben, wie Battle-Rap auszusehen hat, wie die Dinge heißen. Schemes, Wordplay, Rebuttal und so. Es kommt alles von denen. Ne? Deswegen, Nameflips und was weiß ich nicht alles. Walk with me, ne? Ich bin kein Dingsbums hier, ich mache nicht einen auf Moses, ich will nicht mit euch irgendwo hinwandern oder mehr teilen, aber ich will ein paar Leute mehr für Ami Battle Rap begeistern und den verständlicher machen. Und ich hoffe, ich bin da auf einem guten Weg. Die bis jetzt dran waren, Alter, die bis jetzt dran geblieben sind, bis zum Ende, können ja mal einer, also der Erste, der es jetzt hört, kann in die Kommentare reinschreiben, Finishline. Einer schreibt in die Kommentare Finishline, eine Ziellinie und die es auch geschafft haben bis zur Finishline, die liken das mal. Ich will einfach nur sehen oder mal mir mal so ein Bild davon machen, wie viele Zombies es echt gibt, die das bis zum Ende geschafft haben. Also vielen Dank. Schlusswort folgt trotzdem noch.
So, meine Lieben, ohne Spaß, ne, von Mr. Respektlos, riesen Respekt an diejenigen, die sich das jetzt eine Stunde lang, ich glaube, eine Stunde oder 50 Minuten lang ungefähr, gegeben haben, sich da durchgewuselt haben oder im Optimalfall vielleicht auch sogar noch ein bisschen Interesse dran hatten, was mich durch übelst freuen würde. Man merkt, ich bin ein richtiger Battle-Rap-Nazi, so, ne? Das ist schlimm, aber ich versuche so viele Leute damit zu infizieren, wie es nur geht, auch für den Fall, dass ich mich jetzt schon wieder wiederhole. Ich danke trotzdem fürs Feedback, für die anderen Folgen bisher, auch fürs Ben Salomo-Interview. Ne, ich weiß, es war hart, es ist 2 Stunden trocken gewesen und auch viel Redundanz, aber ich glaube, trotzdem gab es da einige Gesprächspunkte oder einige wichtige Sachen, die angesprochen wurden, die so noch nicht ganz klar waren. Deswegen bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer, dass ihr reinhauen sollt und das Wetter genießen sollt. Macht es gut.